19 Stimmen für Frau Dr. Schöps und 51 Stimmen und somit gewählt für Herrn Hans. Soweit dazu. Wir tauchen in der Tagesordnung dann ein und sind beim Tagesordnungspunkt 10.2, die Deckung von Mehrkosten bei den vorbereitenden Tiefbauarbeiten zum Neubau des Verwaltungszentrums. Eine Vorlage, die aus dem Finanzausschuss hierhin gehoben oder hier hochgehoben worden ist. Es gibt einen Ergänzungsantrag interfraktioneller Art, den ich bitte zunächst einzubringen, und dann würde die FDP beginnen. Herr Hans bringt den Antrag ein. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, erster Bürgermeister, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich bringe erst den Änderungsantrag ein, wenn dann zur Sache Verwaltungszentrum fachlicherseits was noch zu ergänzen ist aus unserer Fraktion, dann würde das der Herr Löser machen. Jetzt hier geht es bei dem Ergänzungsantrag, ich werde ihn nochmal vortragen, damit jeder den vor sich sozusagen hat oder im Kopf hat, um die Finanzierung alleine. Und zwar wollen wir einen dritten Punkt ergänzen: Aus dem Jahresergebnis des Jahres 2021 sollen 1,4 Millionen Euro dem Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung für den Ankauf von Grundstücken zur Verfügung gestellt werden. Das hängt damit zusammen, dass dies jetzt bei der Finanzierungsquelle in diesem Mal eben nicht passiert ist. Wir haben einen Grundsatzbeschluss, dass bei Einnahmen im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften entsprechend diesen sozusagen Flächenankaufsfonds die Mittel zur Verfügung gestellt werden sollen, um eben weitere Flächenentwicklungen tätigen zu können. Wir haben das diesmal hier verkürzt. Wir haben sozusagen diese Mittel, das war so ein Vergleich zu einem nicht ausübbaren Vorkaufsrecht, haben wir jetzt für die Finanzierung hier für die Mehrkosten aufgewendet. Deshalb wollen wir, Herr Dr. Lames ist zwar jetzt nicht im Raum, aber er hat ja gerade vorhin ausgeführt gehabt, dass das Jahresergebnis 2021 noch positiver als zwischendurch schon vermutet ausgefallen ist, jetzt schon sagen, dass entsprechend ein Teil davon eben diese 1,4 Millionen, die jetzt da entgegen der eigentlich mal beschlossenen Regel da nicht zugeführt wurden, jetzt dafür schon reserviert werden, wenn das Jahresergebnis dann festgestellt wird. Und ich hoffe, dass vielleicht doch die CDU und die FDP noch mal ganz kurz über ihr Abstimmungsverhalten nachdenken, weil sie haben gerade vorhin, als es um die Haushaltsinvestitionsprioritäten ging, klar geäußert, dass Gewerbeentwicklung sehr wichtig ist und dafür müssen wir aber auch Gewerbeflächen, auch Herr Dr. Krüger, Sie haben es ja gesagt, Gewerbeflächenentwicklung ist ja wichtig dafür und dafür brauchen wir natürlich auch diesen Ankauffonds. Also von daher ist es aus meiner Sicht sinnvoll, jetzt schon zu sagen, okay, diese 1,4 Millionen sollen jetzt dafür reserviert werden und deshalb würde ich mich freuen, wenn Sie entsprechend dem Ergänzungsantrag, wir lassen das, was da an sich stand, im Ausschussbericht stehen, dem Ergänzungsantrag zustimmen. Vielen Dank, Herr Hans, für die Einbringung. Wir steigen dann in die Fraktionsrunde, in die Debatte ein. Möglicherweise wird die Debatte etwas mehr einen kleinen rechtlichen Zweifel, den ich habe, noch erhellen, nämlich inwieweit wir den geladenen Tagesordnungspunkt mit der Vorlage vollständig in Deckung mit dem gerade eingebrachten Ergänzungsantrag bringen. Das ist etwas. Bitte? Ja. Deswegen sage ich, die Debatte muss es noch erhellen. Ich würde das sowieso nicht abschließend formulieren. Ich will nur vorsichtig darauf hinweisen, dass das etwas ist, mit dem man sich noch beschäftigen kann, einfach um eventuelle Überraschungen im Nachgang zu vermeiden. In die Fraktionsrunde, wenn sie möchte, dürfte die FDP einsteigen. Erstmal nicht. Dissidenten? Freie Wähler? Herr Nitsche, bitte. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, es erfreut mich, dass Sie den Ergänzungs- bzw. den Ersetzungsantrag, der gerade eingebracht wurde, auch kritisch sehen, denn ich denke mal, es ist nicht nur eine Ablenkung von der Problematik Mehrkosten, die hier zu diskutieren sind, sondern es ist auch ein Punkt, der mit der eigenen Beschlusslage
nur am Rande zu tun hat. Und wir sollten als Stadtrat wirklich darauf achten, dass wir, wenn wir Änderungs- und Ersetzungsanträge einbringen, dass sie sich auch explizit auf die Punkte beziehen, die in den Ausschüssen vorher diskutiert wurden. So, uns geht es heute um Mehrkosten. Wir haben einen Generalübernehmervertrag beim Verwaltungszentrum in Höhe von 116 Millionen. Wir haben Mehrkosten, die auf die 116 Millionen noch draufkommen, die zum Beispiel bei der KID angefallen sind, Statik bzw. noch anfallen, statische Untersuchungen, Medienversorgung. Es gibt noch Kosten, die den Tiefbau betreffen. Wir haben heute 1,9 Millionen in dem aktuellen Antrag. Wir haben steigende Auftragssummen diesbezüglich, da begründen sich die 1,9 Millionen heute mehr. Und mit all dem, was noch kommen wird, was wir aber heute, das kann ich so sagen, noch nicht genau wissen werden, können wir schon davon ausgehen, dass die Summe, die auf uns für den ersten Teil des Verwaltungszentrums drauf zukommen wird, sich in der Größenordnung von bis zu 188 Millionen bewegen wird. Jetzt werden Sie staunen, mein Gott, 116 sind noch die Baukosten, 188 Gesamtkosten. Der Nitsche muss ja in irgendeiner Art und Weise spinnen, aber nein. Wenn Sie aufmerksam in die Unterlagen schauen, auch das, was schon der vergangene Stadtrat, also vor 2019 beschlossen wurde, werden Sie eben auch feststellen, dass dann halt eben zum Beispiel 88, 23 Millionen Kostenrisikovolumen mit in der Vorlage enthalten gewesen sind, in der man sich von den Bauabschnitten 2 und 3 getrennt hat und gesagt hat, man macht erstmal nur den ersten. Auf was will ich darauf aufmerksam machen? Das wird nicht der letzte Antrag sein, der Mehrkosten enthält. Und wir sind jetzt aktuell scheinbar in einer guten Lage, dass wir es uns leisten können, diese knapp 2 Millionen zu bezahlen. Aber ich glaube, diese scheinbare gute Lage, die wir jetzt haben, die wird nicht lange andauern. Und ich möchte auch hinterfragen, wie es sein kann, dass diese Mehrkosten in dieser Art und Weise entstehen, wenn dann zum Beispiel da steht, das betrifft ja auch im Bereich der Baunebenkosten, darin enthalten sind die Kosten für vorbereitende Maßnahmen des wettbewerblichen Dialogs, Verfahrensbetreuung, wettbewerblicher Dialog, Planungskosten, Tiefbauleistung, Erschließung, Brunnenbau. Alles das sind Kosten, die im Vorfeld bekannt gewesen sein sollten. Und der vorherige Baubürgermeister hat, um den Stadtratsbeschluss zu bekommen, doch äußerst optimistisch gerechnet. Diese hohe Summe von 188 Millionen wollte ich nur genannt haben, um darauf aufmerksam zu machen, dass dann niemand hinterher kommen kann und sagen kann, ich hätte es doch mal eher wissen können. Ja, Sie haben das alle eher wissen können und auch diejenigen, die das 2019 beschlossen haben, hätten das wissen können, denn da sind die von mir besagten 23 Millionen schon mit enthalten. Wenn wir über Verwaltungsunterbringung sprechen in diesem neu zu bauenden und neu zu errichtenden Gebäude, dann sollten wir auch bedenken, wir haben dort eine Verwaltung, die ein oder zwei Ämter umfasst und auf mehreren Etagen stattfindet und doch in einer relativ komfortablen Ausstattung ist. Diesen Anspruch, den man hier an dieses Gebäude und an die Nutzung richtet, den sollte man auch bedenken, wenn man nach anderen Flächen sucht. Ich möchte da nur auf den Ersatzstandort des Amtes für Schulen verweisen, bei dem es zum Beispiel explizit genannt wurde, dass es auf alles auf einer Etage sein soll. Ich denke schon, dass, dort gibt es ja einen umfangreichen Kriterienkatalog, dass auch eine Unterbringung auf mehreren Etagen sinnvoll sein konnte. Und ich möchte noch mal darauf aufmerksam machen, als die Jury entschieden hat und es eine Bewertungsmatrix gegeben hat, die teilweise, sag mal, im Nachgang schwer nachvollziehbar war, haben die Kosten eine wesentliche Rolle gespielt. Auch das sollte bei allen anderen Maßnahmen, die die Landeshauptstadt bezüglich Unterbringung ihres Personals ergreift, eine Rolle spielen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Nitsche. Für die CDU-Fraktion, Herr Schmidt, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Warum diese Vorlage aus dem Finanzausschuss gehoben wurde, ist mir ehrlich gesagt nie so ganz klar, weil das, was wir heute beschließen, ist nichts, was wir hier im Stadtrat beschließen müssten. Es hätte im Finanzausschuss entschieden werden können. Aber sei es drum, ein Teil des Stadtrates wollte es so. Minderheitenrecht akzeptieren wir natürlich. Aber ich glaube, es ist einfach auch so, Klappern gehört zum Handwerk. Das gilt für die Populisten von rechts und von links, die offenbar seit Monaten hier einfach nur klappern wollen, wenn es um das Thema Verwaltungszentrum geht. Wir haben es zu Beginn der Sitzung schon mal gehört, in der Aktuellen Stunde. Herr Scholbach hat es angesprochen, Frau Dr. Schöps hat es angesprochen. Immer wieder wird auf den Millionenbau, auf das Prunkobjekt, was auch immer, abgestellt. Aber was vergessen wird bei diesem Haus ist, dass die Leute, die da drin untergebracht werden sollen, derzeit in fremd eingemieteten Objekten untergebracht sind. Und da zahlen wir Mieten an Dritte. Wir wissen, hier drüben gibt es ein Gebäude im Robotronengelände, was 2025 abgerissen werden soll. Die Leute, die da drüben sitzen, müssen irgendwo untergebracht werden. Wir können die nicht auf die Straße setzen. Wir wollen, dass die Verwaltung auch vernünftig untergebracht ist und vernünftig arbeiten kann. Das heißt also, es macht Sinn, dort einen Ersatzneubau zu machen oder einen Ersatzstandort zu finden. Und wir sehen, es ist gerade angesprochen worden vom Kollegen Nitsche, Thema Amt für Schulen, die Vorlage ist heute runtergenommen worden. Wir wissen, was momentan auf dem Mietmarkt von Drittvermietern für Mieten aufgerufen werden. Insofern ist das Konzept zur Verwaltungsunterbringung, was, ich glaube, 2018 hier im Stadtrat entschieden wurde, also im alten Stadtrat. Es ist sinnvoll, die Verwaltung zentral in eigenen Objekten zu konzentrieren. Und ich will auch an der Stelle mal erwähnen, alle die, die heute hier ganz laut schreien, Kollege Genschmer, Kollege Zastrow ist auch ein Kritiker dieses Projektes, zumindest in Teilen, hab ich auch schon wahrgenommen. Aber auch Herr Scholbach, der Stadtratsbeschluss damals ist einstimmig, okay, Kollege Zastrow nehme ich zurück, aber Kollege Genschmer weiß ich ganz genau, kritisiert es von früh bis abends immer wieder, Kollege Scholbach genauso. Dieser Stadtratsbeschluss damals ist einstimmig gefasst worden und diese Kollegen waren auch damals schon im Stadtrat. Die haben also zugestimmt, dass da drüben auf dem Ferdinandplatz ein Verwaltungszentrum gebaut werden soll. Kannst du nachgucken in den Unterlagen, findest du deine Zustimmung, es war ein einstimmiger Beschluss und ich glaube, du warst doch anwesend bei dieser Sitzung. Genau, da warst du noch FDP-Fraktion. Genau, die FDP-Fraktion hat nämlich damals zugestimmt. Genau, hast du vergessen, hast du ausgeblendet, ist alles vorbei. Wie auch immer. Genau, die Zeiten ändern sich, Zeit ist ein gutes Stichwort. Ich hab jetzt das Wort, die Zeit ist ein gutes Stichwort. Vielleicht noch eins an dieser Stelle. Wir haben gerade schon gehört, es gibt für dieses Projekt Ferdinandplatz einen Festpreis. Der Festpreis bezieht sich auf den Hochbau. Wir haben jetzt hier Mehrkosten für den Tiefbau. Die sind angefallen, wir haben es in der Vorlage stehen, für Giftstoffe, die gefunden wurden, die mussten entsprechend zusätzlich entsorgt werden auf einer Sonderdeponie zum Beispiel. Das sind Kosten, die sind natürlich vorher nie planbar. Solange die Fläche nie aufgegraben wird, weiß keiner, was darunter zu finden ist. Wir stehen jetzt vor der Entscheidung, das zu machen. Wir werden es auf jeden Fall als CDU-Fraktion auch entsprechend mit zustimmen. Und ich glaube, wir brauchen dieses Verwaltungszentrum mehr denn je. Wie gesagt, Amt für Schulen, die Vorlage ist allen bekannt. Und ich sage es jetzt mal ganz kühn an dieser Stelle, ich glaube, wir sollten auch relativ zeitnah über das Thema nachdenken, möglicherweise das zweite Verwaltungszentrum da drüben entstehen zu lassen, um in ähnlicher Form die Verwaltung irgendwann zu konzentrieren und eben nicht mehr abhängig von Fremdmieten zu sein, sondern bei einer eigenen Tochtergesellschaft, so wie wir es jetzt machen, im Zweifel den Kredit zurückzuzahlen aus den Mieten. Und deswegen stimmen wir zu und wir hoffen, dass es heute eine breite Mehrheit hier gibt. Den Antrag von Rot-Rot-Grün, der passt aus meiner Sicht nie wirklich dazu, den werden wir entsprechend ablehnen. Die Verwaltungsvorlage kriegt unsere Zustimmung und ich hoffe, wie gesagt, dass die Mehrheit des Rates auch tut. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schmidt. Bündnis 90 Grünen, Herr Löser. Bei Bedarf. AfD, Herr Braun, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Bürger, die Verwaltungsvorlage über
die wir hier abstimmen, überrascht uns nicht wegen ihres Inhalts, sondern vielmehr wegen des Zeitpunkts. Denn dass die Kosten für das Verwaltungszentrum am Ferdinandplatz in die Höhe schießen werden, war völlig klar. Aber dass es bereits jetzt passiert, wo noch nicht einmal eine einzige Wand steht, ist nahezu beängstigend. Bereits die Tiefbauarbeiten schlagen nun also mit 1,83 Millionen Euro Mehrkosten zu Buche. Schon das Ausheben der Grube für das Millionengeldgrab kostet somit rund 17% mehr als ursprünglich veranschlagt. Die Rohbauarbeiten und der Ausbau stehen noch bevor und mit Sicherheit sind die knapp 2 Millionen, über deren Freigabe wir heute entscheiden sollen, erst der Anfang einer erheblichen Kostensteigerung. Die Preise für Baumaterialien wie zum Beispiel Stahl und Beton sind bereits stark gestiegen. Auch Treibstoffe werden immer teurer. Energiekosten explodieren, nicht zuletzt aufgrund verfehlter Politik. Durch diese verfehlte Politik wurden sämtliche Vorschläge, welche genau jenes Geldgrab hätten verhindern können, lapidar vom Tisch gewischt. So hatte sich unsere Fraktion zum Beispiel stets für die sinnvolle Nutzung bereits bestehender Ressourcen ausgesprochen. Unser Vorschlag war unter anderem die Anmietung von Räumlichkeiten im World Trade Center. Dort wäre nach Auszug der Drehwag für 980 Mitarbeiter der Landeshauptstadt Dresden frei geworden. Ihnen, die sich einst mit großen Lettern das Modewort Nachhaltigkeit auf die Fahnen schrieben, ist das World Trade Center jedoch offensichtlich nicht gut genug. Ein steuergeldverschlingender Neubau in fantasieloser Schuhschachtel-Architektur soll stattdessen her. Deutsche Tugenden wie Sparsamkeit und Bescheidenheit scheinen so manchem hier längst abhanden gekommen zu sein. Ganz zu schweigen von der Ablehnung des Bürgerentscheides über den Bau des neuen Verwaltungszentrums, abgelehnt von den Fraktionen der Dissidenten, der Grünen, der SPD, der FDP und natürlich der CDU. Dies war ein Schlag ins Gesicht tausender Dresdner Steuerzahler, die per Petition ihr Mitspracherecht bei dieser für die Stadt und deren Antlitz wichtigen Entscheidung einforderten. Es wird wohl leider nicht das letzte Mal sein, dass wir über eine Deckung von Mehrkosten bei diesem Projekt entscheiden müssen. Wir, die AfD-Fraktion, lehnen die Vorlage der Verwaltung entschieden ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Wörz. SPD-Fraktion? Nee. Danach, ich wollte nur schon abfragen, den Namen, Herr Dreves, alles klar. Danke. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Stadträte, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist wirklich nicht verwunderlich, doch es ist verwunderlich. Die Verwaltung stellt sich im Prinzip Oberbürgermeister mit einem Richtfest hier in die Baugrube und zelebriert öffentlich die Grundsteinlegung. Und wie Herr Schmidt das hier vorgeschlagen hat, sollen dann die Mehrkosten, die es eigentlich gar nicht geben dürfte, stillschweigend im Kämmerlein, im Finanzausschuss durchgewunken werden. Das ist aber mit uns nicht zu machen. Wir müssen schon ein bisschen aufpassen, was die Verwaltung hier treibt. Und hier passiert das Gleiche wie bei der Staatsoperette, dass die Verwaltung außer Kontrolle läuft und der Stadtrat im Prinzip hier entweder außen vor gelassen wird oder vors Loch geschoben wird, wenn eben Entscheidungen wie diese hier zu Mehrkosten gebraucht werden. Die SPD hatte heute beim anderen Vorgang, eben bei dem von der Tagesordnung genommenen Unterbringung des Schulverwaltungsamtes, noch einmal betont in ihrem Ergänzungsantrag, vor dem Hintergrund der aktuellen Erfahrung und verwaltungsseitig schon 2020 deutlich gemachten Feststellung, dass die Eigenrealisierung der Verwaltungsunterbringung deutlich wirtschaftlicher sei als Anmietung von privaten Investoren und so weiter. Wenn man natürlich das teuerste Angebot, mit Abstand teuerste Angebot nimmt, dann kommt man in die Region dieses Verwaltungszentrums. Wenn man aber eine Entscheidung der Vernunft getroffen hätte, wie sie auch die Linke gerne mitgetragen hätte, wo es damals keine Mehrheit gab, nämlich das Atrium 1 drüben von Robotron auszubauen. Das wäre nachhaltig gewesen, weil wir vorhandene Strukturen genutzt hätten. Wir hätten schon seit 10 Jahren einen Verwaltungssitz. Das wäre schon 10 Jahre fertig und wir hätten es zu einem Mietpreis bekommen von unter 10 Euro mit Inflationsausgleich, den wir hätten zahlen müssen. Wären wir jetzt vielleicht bei 12, 13 Euro Kaltmiete bzw. ohne Betriebskosten. Das hat der Stadtrat damals mehrheitlich von der
vom Verhandlungstisch geschoben. Er wollte es nicht haben, er wollte es selber bauen. Herr Schmidt, was wir zugestimmt haben, war eine Verwaltungsunterbringung für 164 Millionen Euro hier drüben auf diesem Grundstück in zwei großen Komplexen. Jetzt kriegen wir für 164 Millionen vielleicht einen, vielleicht wird es aber auch mehr Geld, was wir brauchen. Das heißt, wir kriegen die Hälfte von dem, was wir damals beschlossen haben, zu dem Geld, was wir damals beschlossen haben. Das müssen wir mit beachten. Außerdem sind wir auch insofern hinter die Fichte geführt worden, dass Druck ausgeübt worden ist über die Kündigung der St. Petersburger Straße und außerdem auch nicht bekannt war, dass die Drehwag ausziehen wird und auch Kapazitäten im World Trade Center, die uns noch lange Zeit angeboten worden sind und es auch ausgeschlagen worden ist, vorhanden sind. Es muss das Schönste, das Teuerste sein und jetzt kommen wir in eine Situation, wir bauen das neue Verwaltungszentrum in einer schweren politischen Krise. Und wir bauen es nicht mal klimaneutral und nachhaltig. Es wird weder Fisch noch Fleisch sein. Und auch die Solaranlage muss noch oben drauf gepackt werden. Natürlich, es steht noch mehr in der Vorlage drin. Ursprünglich waren die Tiefbauleistungen der Baugruppe mit Bestandteil des wettbewerblichen Dialogs. Da die Bieter nicht in der Lage waren, den Festpreisrahmen einzuhalten, ist es rausgelöst worden. Anschließend hat es Projektänderungen gegeben, die sich auch auf die Baugruppe ausgewirkt haben und die Mehrkosten, die aus diesen Projektänderungen, die es den Bietern möglich machen, die Kosten einzuhalten, die schluckt natürlich die Stadt. Insofern ist diese Festpreiszusage im Prinzip eine Unwahrheit gewesen und nicht haltbar. Ich bin auch gespannt, was noch kommt. Machen wir mal die Registrierkasse auf. Der Grundpreis war im Prinzip Tiefbau und Hochbau 141.450.000. Der wettbewerbliche Dialog 775.000. Das Schikaniergrundstück, was wir kaufen mussten, um überhaupt hier bauen zu können, 2.030.000. Die Mehrkosten, die jetzt in der Baugrube entstanden sind, 1.830.000. Da sind wir bei 146.085.000. Es kommt im Prinzip eine, ich will es mal sagen, Schwarzkasse dazu bei der KID, ein kleiner Puffer in der Kreditaufnahme zu 4 Millionen Euro, womit das Geld wird am Ende weg sein, dann wird die Verwaltung Ideen haben, wie man das ausgibt. Kalkulatorisch ist noch das Grundstück für 14 Millionen 562.000 mit drin, da ist schon der Wert des Schikaniergrundstücks rausgenommen flächenmäßig, ich will ja richtig rechnen, da sind wir jetzt bei 164 Millionen 647.000, das heißt, genau die Hälfte, die wir damals beschlossen haben, kriegen wir jetzt für das beschlossene Geld. Das ist genau die Hälfte. Damit haben wir im Prinzip eine ordentliche Baukostensteigerung. Meine Damen und Herren, die Linke hat das nicht bestellt und die Linke wird es nicht bezahlen. Wir lehnen diese Vorlage ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Wirtz. Herr Reis. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, inhaltlich hat der Kollege Schmidt schon vieles Richtiges gesagt zu diesem Thema und ich würde vielleicht noch ergänzen, dass natürlich auch gute Arbeit in der Landeshauptstadt Dresden auch gute Arbeitsplätze braucht und dass wir da deswegen genau auf diese Frage natürlich bei diesem Bauwerk auch eingehen werden und das ja auch in der Planung ist und wir damit auch viel bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten der Landeshauptstadt Dresden bauen können, vorhalten können, wenn wir selber Gebäude bauen und wenn wir selber die Verwaltungsunterbringung in der Hand haben, als wenn wir irgendwo mieten. Ich wollte aber eigentlich noch mal kurz hier vorgehen, um das Thema noch mal aufzugreifen, was Herr Sittel ganz zu Beginn aufgemacht hat, was der Ergänzungsantrag mit dem Gegenstand dieser Vorlage zu tun hat. Dieser Stadtrat hat mal einen Grundsatzbeschluss gefasst und dieser Grundsatzbeschluss lautete, Mittel, die wir aus der Veräußerung von Grundstücken einnehmen, wieder einzustellen in den Haushalt für den Kauf von neuen Grundstücken. Nun ist das keine ganz klassische Veräußerung von Grundstücken, diese 1,4 Millionen, die hier als Deckungsquelle in der Vorlage drinstehen, aber dem Sinngehalt nach kann man das schon diesem Thema zuordnen. Und deswegen nehmen wir im Gegensatz zur Stadtverwaltung diesen Grundsatzbeschluss des Stadtrates ernst und schlagen eben eine alternative Deckungsquelle vor, beziehungsweise wollen mit dem Ergänzungsantrag dafür sorgen, dass die Deckungsquelle, nämlich Mittel zum Ankauf von Grundstücken
aus dem Jahresergebnis 2021 wieder aufgefüllt wird. Und insofern steht dieser Ergänzungsantrag sehr wohl in einem Sinnzusammenhang mit dem Gegenstand der Vorlage und dem Inhalt dieser Vorlage, weil es nämlich um die Finanzierung dieses ganzen Projektes geht und um die Frage, woher die Mehrkosten genommen werden sollen. Und in dem Sinne möchte ich diesen Ergänzungsantrag verstanden wissen und bitte an dieser Stelle auch nochmal um Zustimmung. Wir wissen alle, in dieser Stadt haben wir zu wenig eigene kommunale Grundstücke, um die Sachen, die wir als Stadt machen wollen, Schulen bauen, Kitas bauen, Wohnungen bauen etc. Tatsächlich umzusetzen. Wir sind darauf angewiesen, neue Grundstücke zu erwerben und wenn wir das machen wollen, dann brauchen wir dafür Geld. Und deswegen halten wir es nicht für sinnvoll, jetzt aus dem Finanztopf, wo Geld zum Ankauf von Grundstücken drin ist, einen Teil der Mehrkosten für das Verwaltungszentrum zu bezahlen, sondern eben aus einer anderen Deckungsquelle. Und genau das ist der Inhalt dieses Ergänzungsantrags und ich bitte um Unterstützung. Vielen Dank, Herr Dresch. Damit ist die Fraktionsrunde abgeschlossen. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Doch einen noch, Herr Lammel. Ja, erst der Bürgermeister, also kein Redebeitrag, sondern eher nochmal eine Frage. Sie haben am Anfang sich ein bisschen darum gedrückt, um diesen Ergänzungsantrag, der mir jetzt auch schriftlich gar nicht vorliegt. Das ist ein bisschen schade. Aber gut, ist dieser Antrag, ja gut, dann ist es zulässig. Sie haben gesagt, eventuell vielleicht und wir könnten mal gucken. Ich hätte gerne von der Verwaltung da eine klare Aussage, ist das in Ordnung, können wir das heute machen oder nicht? Und wenn es Probleme gibt, dann können wir es ja in Ausschüssen verweisen. Danke. Lommel, es ist, wie ich es eingangs sagte, beim Drüberlesen, ich habe den Ergänzungsantrag auch eben erst gelesen, könnte man die Frage stellen, inwieweit der geladene Tagesordnungspunkt mit diesem Beschlusspunkt zu tun hat. Herr Drews hat aber auch zu Recht natürlich darauf hingewiesen, dass wir uns über diese Finanzierung beschäftigen. Ich würde aus dem Stand jetzt nicht so ohne weiteres sagen können, inwieweit wir ähnliche Verfahrensweisen bei anderen Beschlüssen so auch gemacht haben. Weil zum Beschluss der Deckung von Kosten gehört natürlich die Frage, aus welcher Deckungsquelle gehe ich damit um und wenn bei der Deckungsquelle etwas geändert ist, gibt es einen gewissen Zusammenhang. Also insofern kann ich Ihnen das nicht abschließend sagen. Ich sehe es nicht als offensichtlich rechtswidrig an und wir würden dann im Rahmen der zu jedem Stadtratsbeschluss zulässigen Frist im Nachgang halt gucken, finden wir hier noch ein Problem. Es gab im Vorfeld jedenfalls sonst nichts dazu. Genau, so. Das war die letzte Wortmeldung, dann können wir ins Abstimmungsverfahren gehen. Wir haben zunächst den Ergänzungsantrag interfraktioneller Art. Ich darf hier um Ihr Handzeichen bitten, wenn Sie dem die Zustimmung erteilen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dies ist bei 22 Ja-Stimmen und 46 Nein-Stimmen ohne Enthaltung abgelehnt worden. Wir kommen damit dann zum unveränderten Bericht des federführenden Ausschusses. Ich bitte Sie um Ihr Handzeichen, wenn Sie dem die Zustimmung erteilen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dies hat bei 40 Ja-Stimmen, 27 Nein-Stimmen und einer Enthaltung eine Mehrheit gefunden. Vielen Dank. Wir haben damit den Tagesordnungspunkt 10.2 absolviert. Wir